So, herzlich willkommen im Bällebad des Retro-Kompott-Podcasts. Wir machen hier gleich ein Quiz, wir zeichnen ein Quiz auf für den nächsten Podcast. Ja, schöne Grüße an Olli, war gutes Timing. Wir hatten es fast vergessen, dass du durch Überlänge natürlich noch live warst. Ich war etwas irritiert, was er gerade durch den Chat scrollte. Hat zum Glück alles gut geklappt. Wir machen hier nochmal kurz einen Check, ob der Ton stimmt. Mich kann man, glaube ich, hören. Wenn ich jetzt sage, ich habe Ausschlag, klingt es auch nicht gut, aber ich habe zumindest... Signal. Mögt ihr einmal einen Test machen, bitte? Test, Test, Ausschlag. 1, 2, 3. Check, 2, 3, 4. Du bist lauter. Test, Test. Okay. Bla, bla, bla. Sind alle... Hallo, guten Tag. Oh, sind wir alle laut? Klang mit nochmal. 1, 2, 3, so. Robin nochmal, bitte. 1, 2, 3, Test, Test. Und jetzt noch einmal Oliver, der war eben am lautesten. Test, Test, Test. Das sieht gut aus. Das hört sich gut an. So, dann müssen wir nochmal gucken, ob unsere Aufnahmen, haha, danke, dass ich das Wort Aufnahme sage, und da fällt mir gerade ein, wir sollten schon mal auf Skype eine Notfallaufnahme starten. So, die läuft schon mal. Zack. Ja, dann, ja, so Pad brauchen wir ja nicht. Gucken wir jetzt nochmal, ob alle da sind. Jo, das sieht gut aus. Ich werde nochmal das Bild hier ein bisschen verschieben, weil der arme Greco ist so klein, dass er aus dem Bildschirm rausrutscht. So. Das sieht eigentlich aus wie ein Ballon. Wink doch mal, Stefan, ob man dich sieht. Ja, wunderbar. Hallo. Sehr schön. Gut, dann starte ich nochmal hier die die Backup-Aufnahme. Robin, ist bei dir der Skype-Recorder auch an zur Aufnahme? An zu? Ich deute das eins ein, ich suche das Programm. Nee, ich suche genau dieses wunderschöne Symbol. Was einmal beim Update die Farbe geändert hat. Ja, aber ich sehe es gerade nicht. Nein, warte mal. Wir hoffen auch, dass bis dahin ein Chat da ist, weil wir brauchen nämlich den Chat nachher wieder als Joker. Wobei ich nicht genau weiß, was Wolfgang vorhat, aber so, ein Joker tut gut. Warte mal, MP3 Skype Recorder. Warum bist du nicht an, mein Freund? Bist du am selben Computer wie sonst? Oh, er hat jetzt festgestellt, dass er aufnehmen möchte. Es läuft, ja. Gut, dann mache ich auch an. Wir sind bei Folge 166. Wolfgang ist da? Ja, ist der Ton okay? Oder? Du bist genau richtig so im Ton. Ja, das ist alles gut. Gut, dann gehe ich. Moderiere ich einmal ein. Wir brauchen nicht auf irgendwelche Steam-Keys eingehen, weil beim letzten Quiz hatten wir ja alle Fragen richtig beantwortet bei Marius. Das heißt, es gab keine Gewinne sozusagen, keine Verlosung. So, ja, dann leite ich mal in die 166 ein. Ein neuer Monat hat begonnen und das heißt ja immer, wir sind bei einem speziellen Quiz, beim Quiz mit Wolfgang. Und ja, eigentlich können wir es ja nur besser machen als letzten Monat, wir hoffen es zumindest, denn wir haben wieder ein Team, wo ich eigentlich sagen würde, das muss gut gehen, aber ich halte mich diesmal zurück, ich war letztes Mal auch so optimistisch. Wolfgang, gibst du uns dieses Mal eine Chance? Ja, im Gegensatz zum letzten Mal, gucken wir mal, wir fangen nochmal neu an, sorry. Setz du einfach ein, ich schneide meine Voransage da ran, die kriege ich nicht wieder so gut hin. Ja, genau, es wird wieder Zeit für die vierte Ausgabe der Retrologie 4.0 2022er Plus Edition, die kurz erklärt im Gegensatz zur Variante von Marius ein kollektives Quiz ist. Das heißt, Patrick und Robin spielen gemeinsam mit ihrer aktuellen Podcast-Besatzung, um möglichst viele der maximal möglichen 22 Punkte zu erreichen. Ja, Marius hat euch ja in der letzten Ausgabe keinen Steam-Key abluchsen können. Das ist richtig, ja. Aber wir haben immer noch die Schmach zu tragen von deinem letzten Quiz, Wolfgang. Genau. Ja, aber ob ihr heute wieder einen Flawless Victory erringen werdet, das werden wir gleich herausfinden. Ihr startet ja normalerweise mit einem zusätzlichen Gast für die Raterunde als Hilfe. Für heute hat sich zumindest bei mir allerdings keiner gemeldet. Startet ihr ohne Unterstützung oder wollt ihr eventuell später spontan eine einzelne Person aus dem Chat als Spezialzusatzjoker festlegen? Wir haben ja sowieso den Chat-Joker, wenn wir dann den zusätzlich... Den auch. Dann verweigern wir uns, einen Joker mehr zu nehmen? Nein. Auf gar keinen Fall, würde ich sagen. Wenn da jemand im Chat... Das weiß ich nicht. Ich habe letztes Mal auch gedacht, wir sind gut. Also wir behalten uns den mal in der Hinterhand, sagen wir so rum. Okay, das wäre dann auch genau für eine Frage möglich. So, kurzer Blick zurück auf die letzte Runde. Die war ein wenig anspruchsvoller. Wir hatten ein langes Nachgespräch noch darüber, ja.
Trotzdem habt ihr mit einem sehr starken Team 17 Punkte erreichen können. Dass noch mehr geht, habt ihr in den ersten beiden Ausgaben bewiesen. 21 Punkte im Januar und 19 Punkte im Februar. Hört euch in Ruhe die erste Frage an. Ihr dürft gerne diskutieren, aber am Ende müsst ihr euch gemeinsam auf eine der vier Antwortmöglichkeiten einigen. Playdead aus Dänemark konnten mit welchem kunstvollen Schwarz-Weiß-Sidescroller sowohl begeistern als auch etwas gruseln? Mambo, Limbo, Macarena oder Gangnam Style? Limbo. Limbo denke ich auch, ja. Das gab es zumindest. Hey, Limbo. Okay, gut an. Frage Nummer zwei. Zu welchem der Spiele war kein Speech Pack erhältlich? Privateer, Strike Commander, System Shock oder Ultima 8? System Shock, gab es da ein Speech Pack? Nein. Nein. System Shock gab es eine Disketten- und eine CD-ROM-Version und die CD-ROM-Version hat mehr Speech. Falls irgendjemand von euch ein Speech Pack von System Shock hat, bitte jetzt schreien. Nö. Nein. Dann nehmen wir das. System Shock hatte kein Speech Pack. Sehr gut. Frage Nummer 3. Ergänzt man die folgenden Spiele korrekt, kann welcher Titel auf dem Cover für sich beanspruchen? Nochmal bitte die Frage wiederholen, die kam nicht an, Wolfgang. Da war ein Aussetzer. Ergänzt man? Nochmal, jetzt. Ergänzt man die folgenden Spiele korrekt, kann welcher Titel die höchste Zahl auf dem Cover für sich beanspruchen? Fleet Defender, Gorky, KA Team Alligator oder Star Trek Anniversary? Ja, wir haben bei Star Trek die 25, wir haben bei Gorky die 17. Was war das andere? KA 52 Alligator, das ist der Helikopter. Das wäre bisher die höchste Zahl. Was war das vierte? Der Fleet Defender. Boah. 14? Fleet Defender? 14? Nee. Was, das ist die F-14. F-14 Fleet Defender. Sind das der KA-52 Alligator? Keine Einwände. Aber ich habe auch die meisten davon nicht gespielt. Also. Ich auch nicht, aber ich habe die Cover in der Hand gehabt. Ja, ich habe sie alle gespielt. Gorky 17 habe ich gespielt. Aber ich rote Packung. Also ja, an Gorky 17 erinnere ich mich auch. Bücker oder was war das? Dann nehmen wir die 52, also dann nehmen wir... Den Alligator von Siemens. Klingt vernünftig auf jeden Fall. Das ist perfekt beantwortet. Frage Nummer 4. Welcher Hersteller lieferte die CPU für das SNES? Epson, HP, Lexmark oder Ricoh? Irgendjemand vom Essens-Thema hier? Also Lexmark schließe ich irgendwie aus. Ich weiß nicht, warum. War das eine HP-CPU? Das wäre eine Tendenz, denn, aber ist die Frage. Wer hat denn überhaupt von den CPUs gemacht? HP. Also Lexmark habe ich auch noch nicht gehört. Also außer jetzt in den Druckern vielleicht selber. Aber da haben sie auch... Ich tippe auf Ricoh, ohne es zu wissen. Ricoh ist so verrückt, dass es wieder passen könnte. Haben sie Japaner? Haben die denn CPUs gemacht überhaupt mal? Naja, das SNES hat schon alleine eine etwas verkorkste CPU. Ich kann dem nicht widersprechen. Ich hatte also HP sind Amerikaner. Glaubst du nicht, dass in der japanischen Konsole ein amerikanischer Chip drin ist? Okay, das ist ein Argument. Hast du schon mal was vom GameCube gehört? Das ist aber später. Entschuldigung, wir reden hier über die 90er. Da wurde man doch, da musste, keine Ahnung, wenn man ein ausländisches Auto gefahren hat, wurde man die Rückspiegel abgehackt. Beim Nintendo 64 könnte ich auch widersprechen. Was sagen denn die Stefans? Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich würde tatsächlich zu HP tendieren, kann das aber auch nicht begründen. Das ist einfach nur meine Tendenz. Das wäre auch mein spontaner Gedanke, aber das könnte ich auch nicht begründen. Das ist jetzt eine lustige Situation. Ich hatte zwei Nintendo-Konsolen nicht, das war von nur eins, das ist SNES tatsächlich. Andere war die Wii U. Aber die Tendenz, wie soll ich sagen, also das mit dem Japan-Ding glaube ich tatsächlich in so früher Zeit schon. War ja wirklich, weiß nicht, wann ist das in Japan rausgekommen? 90, glaube ich, oder 91, irgendwie so. Und da kann ich mir schon eine gewisse Arroganz von Nintendo durchaus vorstellen, die sie ja
zu dem Zeitpunkt vielleicht auch zu Recht hatten schon. Die Frage ist, ob wir da unseren einen von unseren Jokern schon benutzen möchten. Ja, ich weiß es nicht. Oliver Oliver hatte eine gute Begründung, aber hat jetzt auch nicht gesagt, dass er 100% sicher ist. Also, nee, das ist auch Nintendo ist nun nicht wirklich mein Steckenpferd. Nee, aber wir haben jetzt vier Bauchgefühle, die sich sehr unsicher sind und eine zweite Antwort, die auch gut ist. Also ich würde tatsächlich Amerikaner in dem Fall ausschließen. Ja, je mehr ich drüber nachdenke auch, ehrlich gesagt. Nintendo mit dem dicken Wams voll zu wissen, sie haben das Videospielegeschäft wiederbelebt, kann ich mir eigentlich, ehrlich gesagt, je mehr ich drüber nachdenke, immer weniger vorstellen, dass sie nicht auf japanische Firmen zurückgreifen. Aber war eine Vorstellung. Ach, was ihr denkt. Also wir hätten notfalls zwei Joker, ja, aber... Warte mal, das eine war Rico und das andere war als Japaner. Okay. Achso, nee. Nee, das Amerikaner. Lexmark, was hat eine Lexmark? Lexmark war noch. Lexmark sind auch Amerikaner. Und Epson hatten wir noch. Epson, aber Epson hat keine Chips hergestellt. Also die haben, glaube ich, die haben 80, 88er Klons hergestellt, aber haben die dann in den 90ern noch einen 16-Bit-Chip hergestellt? Je länger wir diskutieren, desto verwirrender wird es. Ich bin für Rico. Ich bin auch für Rico. Ich finde, das klingt besser. Das ist... Dann seid ihr jetzt zu dritt. Habt ihr jetzt eine Mehrheit? Nintendo Rico klingt auch irgendwie zusammen besser. Okay, Rico. Dann muss das ja richtig sein. Entweder lernen wir jetzt was ganz Neues dazu oder die Theorien spulen wir alle zurück und löschen sie wieder. Dann lassen wir mal die Mehrheit entscheiden. Okay, Rico ist eingeloggt und das Bauchgefühl in Kombination mit Wissen von Oliver ist natürlich nicht zu schlagen. Ah, super. Euer vierter Punkt. Dann stelle ich die Frage zurück, haben die noch mehr Prozessoren gemacht oder war es ein einmaliger Ausrutscher? Wäre mir nicht bekannt, tatsächlich. Okay. Frage Nummer 5. Was trifft auf Dr. Kawashima zu, der mit der Gehirnjogging-Reihe auf Nintendo DS neue Zielgruppen erreichte? Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg, ist ein japanischer Neurowissenschaftler, sitzt in Nintendo Chefetage. Oder Stephen Hawking sprach das Intro. Also der Mann ist auf jeden Fall ja Wissenschaftler. Ich habe gerade ein Interview geführt mit einem, der ihn getroffen hat. Aber war der Neurowissenschaftler? Doch, müsste. Die mussten in ein Versuchslabor gehen bei dem Herrn, mussten ihre Fragen dort abgeben und beweisen, dass die gut sind. Und wenn die Fragen das Gehirn anregen, durften sie seinen Namen verwenden. Das weiß ich geschichtlich auf jeden Fall. Und dass die Version später in Deutschland auf Einstein umbenannt wurde, weil die Lizenzen sich verändert haben, das weiß ich auch, aber es hilft jetzt nicht. Warte mal, Dr. Kawashima, warte mal ganz kurz. Der war Neurowissenschaftler. Im Zweiten Weltkrieg, da musst du doch 25 geboren sein oder im schlimmsten Fall 30, dass du dann noch mit 15 geflogen, ach Quatsch, mit 1925, das heißt, der wäre 80. Er saß auch definitiv nicht bei Nintendo im Vorstand. Was ist denn ein Neurowissenschaftler? Ist das nicht jemand, der die Gehirnfunktion misst? Der Mann hat ein Labor zur Untersuchung von Gehirnfunktionen, das weiß ich. Das wäre nur irgendwie zu einfach. Ja, richtig. Das ist das Problem, das was ich hier damit habe. Das stimmt. Aber er ist ja tatsächlich, der war ja kein Fake. Die Person gab es ja definitiv. Was war das vierte nochmal? Also wir hatten den Nintendo-Vorstand, den Kampfpiloten, den Neurowissenschaftler und... dass Stephen Hawking für die Sprachausgabe sorgte. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Der konnte doch zu dem Zeitpunkt auch nur Computerstimme sprechen. Entschuldigung, damit verschreckst du doch Kinder, wenn da jemand... aber was war er denn sonst für ein Doktor? Er hat ja Neurowissenschaften gemacht. Kann ja nur Neuro sein, Neurologie. Alles andere, aber ich gebe ja Stefan recht, das ist eins zu einfach. Aber was, ich meine, der war ja... Wolfgang wollte sich rehabilitieren für die letzte Schmach. Also ich hätte, wie gesagt, ich glaube, Robins Argument mit dem Zweiten Weltkrieg, wann kam denn das Gehirnjogging raus? War das 90er? Nee, später. Nein, 2003 DS. Oder 2002. DS, genau. Oder dann hätte er da ja schon nach deiner Theorie über 80 sein müssen. Also im besten Fall müsste er dann 1925 geboren sein, dann wäre er schon über 80. Nee, das passt eigentlich auch nicht. Komisch. Also ich würde das mit dem Neurowissenschaftler tatsächlich nehmen, weil passt auch, außer es hat irgendjemand anders was
gehört. Von nee, aber alles andere finde ich noch schwieriger. Und er war ja Wissenschaftler, oder ist oder war, ich weiß nicht, ob man noch lebt, aber er ist oder war ja Wissenschaftler, also und hat halt Gehirnforschung gemacht. Und das ist, passt ja eigentlich. Nachher war es doch ein ganz anderer Arzt, aber egal. Es gibt, glaube ich, auch gerade wieder eine Version für die Switch, die irgendwie in den Charts ist von dem Spiel. Mhm. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Nee, gibt es Widersprüche oder Gegenargumente? Nein, nein. Ich wäre für Zocken. Ja, mich auch. Für Zocken? Ja, also nur die Neurowissenschaft von einläuten. Okay, dann nehmen wir mal das Naheliegende, auch wenn es erschreckend ist. Mhm. Den japanischen Neurowissenschaftler ist eingeloggt. Und auch korrekt. Oh, okay. So was Einfaches, wie konnte das denn reinrutschen? Naja, man hätte denken, das ist eine Kunstfigur, was ich weiß. Ne? Oder jemand ganz anderes. Genau, wenn man von ihm gehört hat, als lebende Person, ist das natürlich schon. Ich habe das Glück, das Interview ist 2 Wochen Hinweis. Her. Also das ging dann noch. Ich glaube aber, bei der Werbung gab es schon irgendwie ein Gesicht von dem. Ne? Also ich kann mich an so eine stilisierte Figur erinnern. Ja. Aber ich fand die Geschichte genial, dass die ganzen Programme gar nichts mit ihm zu tun hatten. Die haben wirklich die Fragen eingereicht, also diese Gehirnjogging-Elemente eingereicht und dann wurden die dort im Labor getestet und wenn das Gehirn an der richtigen Stelle reagiert hat, durften sie die Lizenz haben. Völlig, völlig genial, fand ich das. Okay. Es geht weiter mit der Frage Nummer 6. Was gab es nicht in It Came from the Desert von CinemaWare? Ein Doppeldeckerflug, eine Feuerlöschung, eine Lorenfahrt oder eine Messerstecherei? Also den Flug muss es gegeben haben. Ich glaube, das war ein Doppeldecker und die Messerstecherei gab es ja auch definitiv. Und die an eine Lorenfahrt, würde ich denken, könnte ich mich erinnern. Aber das kommt mir zu sehr auf Indie raus. Aber Donkey Kong Country. Ja, das ist jetzt dein persönliches Ding. Wie schön, dass du dich daran erinnerst, Robin. Ich habe gerade das Best-of geguckt und ich habe gesehen, wie Stefan sich beschwert über die Lorenfahrt deswegen. Ja, die war auch hardcore. Oder die hatte ich auch noch ganz schlecht in Erinnerung. Ansonsten habe ich das Spiel aber im Gegensatz zu dir sehr, sehr gerne. Das tut mir leid. Gut, hilft das uns jetzt bei der Lösung? Also, was zwei hatte ich ausgelassen. Was gab es? Lorenfahrt und Feuerlöschen, ne? Feuerlöschung. Kann ich mich aber auch nicht dran erinnern. Hast du das bis zum Ende gespielt? Ich habe das mal damals, also aktuell war durchgespielt und ich war jetzt auch dabei, als der Manfred das, glaube ich, durchgespielt hatte. Ja. Ist der nicht im Chat, dass wir den noch hier als Einzeljoker nehmen können? Leider nicht. Also, es gab ja zumindest diese Minen, ja, von daher wäre die Lorenfahrt da durchaus möglich. Aber ich wüsste nicht, in welchem Zusammenhang ein Feuerlöschen war. Wir hatten doch den Stream vor gar nicht allzu langer Zeit, verdammt nochmal. War da nicht was mit Feuer? War da nicht irgendwas mit Im Feuer? Im Labor oder sowas? War da nicht irgendwas? Wenn man kriegt ja am Anfang so eine komische, ich sag mal, Gesteinsprobe von den Meteoriten. Und wenn man, glaube ich, zu lange nichts macht, dann brennt das Haus ab, irgendwie so. Mhm. Oder man landet im Krankenhaus, weil irgendwie die Strahlung, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall wird das Bild so gelblich-orange komplett und geht dann über wie so einem Schwarz-Weiß-Film. Deswegen können, wenn man das als Feuer definiert, das weiß ich aber nicht mehr, dann wäre es dann die Lorenfahrt, die es nicht gibt. Aber ich wüsste aber auch, löschen? Feuer löschen war jetzt auch nicht so richtig Thema. Das haben doch, als wir das live gespielt hatten im Stream, haben doch 6 oder 7 Leute das gespielt. Und es hat ich da war dabei. Ja, hat da irgendeiner eine Lorenfahrt gemacht? Ich meine. Nee, also ich wüsste jetzt nicht, in welcher Sequenz da eine Lorenfahrt gewesen sein sollte. Die man kann von Mine zu Mine gehen und dann ist man aber auch einfach da, sozusagen. Also es war bei mir auch der spontane Gedanke, dass aber das passt auch eigentlich nicht in das Spiel so. Nee. Also ich wäre für die Lorenfahrt, aber 100% sicher bin ich nicht, aber Feuer würde ich wenigstens mir so zusammenreiben. Ja, ich habe das Gefühl, da war auch irgendwas, aber Lorenfahrt hätten wir in einem 2-stündigen Stream doch gemerkt. Also das hätte auch irgendeiner gehabt. Und jetzt gucken wir das später an und jeder ist bei Lore gefahren. Nein, ja, wahrscheinlich. Gottes Willen. Ich hoffe, wir haben nicht die Tore. Oliver, was sagt dein Gedächtnis? Ich habe It Came From The Desert nie gespielt. Ja, hast du im Stream geguckt, das meine ich. Also ich sag mal so, vom Gefühl her hätte ich auch gedacht, die Lorenfahrt war nicht dabei. Aber dafür war der Stream auch, glaube ich, noch zu früh. Wenn man ihn jetzt so zeigen könnte, könnte man ja Robin benutzen als Wünschelrute.
Okay. Meine kurze Frage, ist denn damit die TurboGrafx-Version auch gemeint? Oder ist es, beziehen wir uns wirklich auf die Amiga-Frage? Ich kenne die TurboGrafx-Version nicht wirklich. Okay, das Einzige, woran ich mich halt erinnere, ist halt irgendwie ein Screenshot, wo irgendwie eine Lore drauf war, aber dass man mit einer fährt. Diese Szene, wo man die Ameisen da in dem Tunnel bekämpfen muss. Ja, ne? Genau. Aber die fährt ja nicht, oder? Das ist ein fieser Trick, glaube ich. Ich hoffe es. Ich meine, wir können auch gucken, ob wir einen Experten-Joker finden, aber wir können auch, wie sagte es Stefan so schön vorhin, wir können auch nochmal wieder einfach klar, ohne Proben ganz nach oben. Zocken. Oder Von den normalen Fragen kommen denn noch. Bei den Musikfragen ist das so mit den Jokern meistens auch nicht so. Es gibt heute 12 Multiple-Choice-Fragen. Ich dachte, 12 Musikfragen. Genau. Nein, wollen wir es riskieren? Ich meine, wer ist unsere Ehre, können wir nicht verlieren. Nein. Da ist nicht mehr viel zu verlieren bei mir. Dann stimmen wir wieder ab. Möchte jemand einen Joker haben oder nehmen wir die Lore? Lore. Ja, lass uns die Lore nehmen. Nehmen wir die Lore. Gut. Okay, die Lorenfahrt macht das Rennen. Wir lösen auf. Die Messerstecherei mit einer Gang gibt es. Es gibt einen Flughafen und dementsprechend auch einen Doppeldeckerflug. Das Spiel endet tatsächlich in einer Mine. Allerdings bricht ein Feuer aus, wenn man den glühenden Stein im Büro untersucht. Sehr gut, Stefan. Sehr gut. Wahnsinn. Welcher denn? Ist doch egal, ich habe doch recht. Ich fühle mich angesprochen. Gilt für alle Stefans. Genau. Frage Nummer 7 ist eine höhere Frage von Martin, a.k.a. Carter 17. Und er möchte wissen, der Activator war eine Bewegungssteuerung für Mega Drive, ein Lenkrad für das Atari 2600, eine Lightgun für die PlayStation 1 oder die Speichererweiterung für N64. Also letzteres nicht. Nein, das kann man ausschließen. Und VCS glaube ich nicht, dass das aktiv ist. Aber ich weiß es nicht, nee. Bah. Wenn das fürs Mega Drive wäre, dann wüsste das Oliver, glaube ich. Also im Rahmen von Mega Drive ist mir das jetzt nicht so wirklich. Nee. Oder PlayStation? Also PlayStation gab es zumindest mehrere Lightguns, ne? Ja, ja, aber hier sind die Activator. Boah. Was war die vierte Option? Das war ja PlayStation. Also Atari VCS, PlayStation. Also Atari VCS. Was war das? Das war ein Lenkrad, ne? Lenkrad. Genau. Atari VCS. Habe ich noch nie was von gehört, was nichts heißen muss, aber ich glaube, das hätte ich schon mal irgendwann zumindest mal gesehen auf Bildern oder so. Benutzt das in Activator, dann machen die Rennspiele noch mehr Spaß. Nein, ich kenne es auch nicht. Bei welchen Spielen soll denn das funktionieren? Ich meine. Ja, vor allem bei welchen Rennspielen von Atari VCS, aber egal. Pole Position und Enduro Racer kenne ich. Ja, und dafür gibt es den Activator. Nee, hey, eben nicht, glaube ich nicht. Ich versuche auch gerade gegen auch der Name passt auch nichts zum Lenkrad, finde ich. Gut, passt dazu einer Lightgang. Ja, man aktiviert auf dem Bildschirm. Verharmlosung, ne? Bildpunkte. Jetzt ist der Manfred da, super. Wir brauchten dich vorhin. Egal. Wir haben es gelöst, auch ohne. Wir haben es aber alleine hinbekommen. Das ist jetzt eine gute Frage. Wieder dasselbe Spielchen. Sagst du nochmal die Alternativen? Was war das noch neben den beiden? Also, es war die Bewegungssteuerung fürs Mega Drive, das Lenkrad fürs Atari 2600, die Lightgun für die PlayStation 1 oder die Speichererweiterung für N64. Gut, also den N64 haben wir schon gekickt. Die heißt einfach nur Expansion Pack oder so, ne? Das wäre auch schlimm, wenn die drei für dem Thema jetzt sagen, wir wissen es nicht. Also. Das wäre wirklich hart. Gehen wir raus. Wobei, das wäre Wolfgang-Style. Stimmt. Nee, also da, die Frage ist nicht von mir. Ja, aber du hast ja überlegt, sie heute zu nehmen. Also VCS sind wir auch tendenziell dagegen. So, jetzt ist doch die Frage, Mega Drive oder PlayStation. Also ich glaube auch nicht, dass überhaupt eine Bewegungssteuerung fürs Mega Drive gab. Ja, also, habe ich auch. Kann ich mir schwer vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Es gab so allen möglichen obskuren Kram, aber ich meine, Activator war es da nicht. Ich tippe irgendwie schon Richtung PlayStation. Ich auch. Tatsächlich. Ich auch so. Wie hieß denn das Ding von Konami? Es gab ja mehrere.
Ja, wenn ich jetzt sage Activator, wäre cool, aber sag ich nicht. Ich weiß es nicht. Nein, also Tendenz PlayStation ist zumindest ein Kompromiss, ja. Ein Versuch, weiß ich nicht. Ist das ein Joker wert, nach dem Diskussion schon? Ich glaube, wir werden dann alle schon in irgendeine Richtung gestupst jetzt. Nee. Ja. Gut, dann einloggen. Möge es für die PlayStation sein. Die Lightgun für die PlayStation ist eingeloggt. Die richtige Antwort ist die Bewegungssteuerung fürs Mega Drive. Mann, okay. Was für ein Spiel war denn das? Er liefert auch die Erklärung in Form eines Oktagons, das man auf den Boden legt. Erschien 1993 hauptsächlich gedacht für Fighting Games wie Street Fighter 2 und Mortal Kombat, konnte aber auch mit anderen Spielen benutzt werden. Im ganzen Leben noch nicht gehört, dass du was auf den Boden legst beim Mega Drive. Geil. Also nicht fürs Mega Drive, aber für spätere Konsolen habe ich sowas schon mal gesehen. PlayStation kenne ich sowas. Ja, ja. Dance Dance Revolution, wie sie alle heißen, diese Tanzpads. Ne? Aber nicht auf dem Mega Drive. Nö, ist ja interessant. Ist ja eigentlich nur ein Joystick, ist ja nichts anderes. Ja, das müssen wir uns mal merken. Irgendwie liegt das mal. Ich war schon immer ein Gegner vom Publikum, von Fragen von Zuschauern oder Zuhörern. Ich war immer schon ein Gegner vom Publikum. Genau, die sind nicht so nett wie ich. Frage Nummer 8. Die ersten Opfer. Von welchem Brand gibt es sowohl ein Shooter-Game als auch eine Strategievariante? Von Dune, von Hunt for Red October, von Perry Roden oder von Total Recall? Ich würde sagen Red October. Da gibt es ein Shoot'em-up und da gibt es halt die Simulation. Was ist der Dune-Shooter? Wir brauchen ja nur eins. Gibt da keinen. Frage war ja was es in beiden Genres gibt, genau. Also wenn es einen Hunt for Red October-Shooter gibt, muss es das ja sein. Weil ja, ich erinnere mich an irgendwie so einen aus der Seitenansicht. Ja, genau. C64-Fassung ist dieser irgendeiner Fassung ist nun so ein Sidescroller-Shooter, ne, wo du mit so einem kleinen U-Boot rumfährst. Aber bei Dune gibt es doch was. Ich kenne keinen Dune-Shooter. Gibt es ja auch nicht. Was war das andere? Einmal nur zum Abgleichen. Perry Roden und Total Recall. Total Recall gibt es kein Strategiespiel, ne? Oder? Das sehe ich in die Welt, ist, ja. Im Perry Roden gab es da einen Shooter? Das wäre jetzt auch verwirrend. Na, aus der Welt bin ich nicht drin, da kann ich nichts zu sagen. Da müsste der Arne was zu sagen können, vielleicht. Der ist nicht im Chat. Ja, dann ist die Tendenz ja zumindest klar, aber. Boah. Gott. Ja, Stefan, wenn du beide Spiele kennst, dann wäre das ja die Lösung. Dann verlassen wir uns auf dich. Oh Gott. Also Hunt for Red October gab es als Ballerspiel und als Strategiespiel. Sehr schön. Nächste Frage. Wer entwickelte Games wie Demolition Racer, Test Drive 4 bis 6 oder Big Air auf der PS1? Der Bulldog-Clan, die Greyhound-Gang, das Pitbull-Syndikat oder die Retriever-Mafia. Oh Gott, die alle vier Namen schlimm. Pitbull-Syndikat heißen die, glaube ich, ne? Letzten beiden sind Schwachsinn. Was waren die ersten beiden? Nee, Pitbull-Syndikat heißen die, glaube ich. Aber ich kann mich auch erinnern. Sag nochmal, bitte. Bulldog-Clan, Greyhound-Gang, Pitbull-Syndicate oder Retriever-Mafia. Ich mag die Retriever-Mafia, aber das ist eine andere Sache. Für was für Greyhound-Gang? Test Drive 4 bis 6, die habe ich hier stehen. Ich muss mich noch links drehen. Scheiße, die stehen seitlich. Die stehen seitlich, scheiße. Ich habe da keine Ahnung. Aber doch nicht. Da nehmen wir auf jeden Fall einen Joker, glaube ich, oder? Weiß es jemand sicher? Ich dachte, Robin hat das so ziemlich. Ich habe das gedacht, aber ich habe das doch nicht, das weiß ich nicht. Pitbull Fighters, was war das? Pitbull Gang, glaube ich, ne? Ich hätte so spontan an diese. Pitbull Syndicate war das doch, oder? Genau. Hat jemand von euch sonst schon mal Pitbull Syndicate gehört? Nein. Wenn Robin jetzt sagt, er hat das gesehen, dann ist es okay, aber ich. Aha. Was war denn, die hießen jetzt Pitbull Gang? Nee, Pitbull Syndicate? Was hatten wir jetzt gesagt? Es klingt beides bescheuert. Ja, aber voll. Sag noch mal die vier Alternativen. Bulldog Clan, Greyhound Gang, Pitbull Syndicate oder Retriever Mafia. Nee, Pitbull Syndicate heißen die garantiert. Okay. Ich kann mich an so ein dämliches Logo erinnern mit so einem blöden Pitbull. Bei dem vierten habe ich damals
Da habe ich mich echt drauf gefreut, weil das auf dem Cover ganz toll aussah. Und ich habe mich, glaube ich, ziemlich geärgert über den Test Drive 4. Du kannst das gerne einloggen, wenn du das denkst, Robert. Ich hatte das definitiv nicht gesehen. Ich habe alle Folgen gespielt. Aber ich wusste nicht, dass sie auf der PlayStation dann auch nochmal was gemacht haben. Welches Spiel war das? Test Drive 4 bis 6, hat er Aero, gesagt. Was hast du gesagt? Aero? Demolition Racer, Test Drive 4 bis 6 und Big Air. Nee, Big Air kenne ich nicht. Habe ich fast alles gespielt auf der PlayStation, das ist das Schlimme. Snowboarding. Ich hätte Greyhound gesagt, wahrscheinlich vom Gefühl, der habe ich jetzt niemals eingeloggt. Das ist in Amerika ein Synonym für die Busse. Wenn du meinst, riskieren wir es, Robin. Ich kann mich an dieses dämliche Logo erinnern mit irgendeinem Pitbull. Das ist doch schon mal eine Menge wert. Ich glaube, also die Namen sind ja so bescheuert, dass ich einfach mal nicht glaube, dass es alle vier gibt und dass wir es wirklich wissen müssen, sondern wenn man einen weiß, dass es den gibt, dann glaube ich eigentlich schon, dass es die Lösung ist. Also so denke ich das auch. Davon wird es nicht mehr als eine Firma geben. Mann, ich kann mich sogar erinnern, dass es, glaube ich, ein schwarz-weißes Logo war. Wir nehmen es ja, hast ja gewonnen. Ich glaube, es ist irgendwas, das war so dieses klassische End-90er-Jahre-Intro, wo das immer so rein rausgefadet und das war irgend so ein dämlicher. Es wäre hochinteressant, wenn du das jetzt alles nur eingebildet hättest, aber ich wünsche mir trotzdem was recht. Okay, dann lass ich mich überraschen, komm. Okay, wir vertrauen Robin, der beim Papyrus-Logo auch einen Bleistift gesehen hat. Uiuiui. Stimmt. Pitbull Syndicate ist korrekt. Na, okay. Ein Hundeexperte. Für Affen ist er nicht zu gebrauchen. Bei Hunden ist er wieder mit dabei. Und welche Farben weiß das, ob das aussieht? Ich meine, mit dem Schwarz-Weiß liegst du richtig. Oh. Also je nach Spiel wahrscheinlich. Aber ich kann mich auch an einen Schwarz-Weiß erinnern. Bei Test Drive kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass das. Okay, gut. Passt. Frage Nummer 10. Wo gibt es den Charakter Siegfried Staufen aus Obergetzenberg? In Baldur's Gate, in Legend of Dragoon, in Soul Calibur oder in Wings of Glory? Ich würde sagen Soul Calibur. Glaube ich auch. Mit so einem riesigen Schwert. Ich glaube, das gehört zu haben. Ja, naja. Mit so einem riesigen Zweihänder, der dreimal so groß war wie er selbst. Nicht so lange her, dass ich es zuletzt gespielt habe. Das hört sich gut an. Soul Calibur. Klingt gut, ja. Eingeloggt und korrekt. Frage Nummer 11. Was trifft auf Lord Vaders TX-1-Jäger in Star Wars von Atari zu? Gelbe Farbe. Kann nicht abgeschossen werden. Durfte nicht verwendet werden. Nur nach dreimaligen Durchspielen zu sehen. Kann nicht abgeschossen werden. Würde ich aus lizenzrechtlichen Gründen auch vermuten, aber. Bin mir relativ sicher, dass ich immer wieder aufgeballert habe, in der Hoffnung, dass irgendwann passiert, aber es nicht passierte. Ja. Also wir sprechen noch von dem Drahtgittermodell, ne? Von diesem. Ja, genau. Ja, berühmter Automat und mit vielen Umsetzungen gesegnet. Genau, Geld dann war's sicherlich nicht. Ich würde denken, dass das ist die Lösung, aber. Das ihr könnt gerne widersprechen. Das ist doch auch deshalb so, weil der auch ja im Film nicht abgeschossen worden ist, in der Szene, ne? Der ist ja nur weggeschleudert worden. Ich bin der Meinung, ich habe das auch gelesen, dass die Lizenz beinhaltet hätte, er darf nicht abgeschossen werden. Ich habe sowas mal gelesen, glaube ich auch. Dann okay, wir gehen mit Stefan. Der Jäger durfte befeuert werden, es gab auch Punkte, aber er wurde nicht abgeschossen. Perfekt. Frage Nummer 12, die letzte Multiple-Choice-Frage für heute. Das Cover von Gex 3, Deep Cover Gecko auf dem N64 ist eine Hommage an Wrestling-Star Hulk Hogan, Steve Austin, The Rock oder The Undertaker. Nur auf dem N64? Keine Ahnung, wenn ich jetzt die Wrestling Undertaker mögen würde. Wäre ja, das ist ja mit Tod ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Passt mit Hut, Nintendo, ja. Hut, genau. Na, zu Nintendo ist es, wobei Nintendo natürlich schon entscheiden konnte, wie das Cover aussah. Sagst du mir nochmal die anderen etwas sonnigeren Personen, die du eben genannt hast? Ich sag nochmal alle Personen. Hulk Hogan, Steve Austin, The Rock oder The Undertaker. The Rock ist zu früh. Ja. Den kann man ausschließen. Ist 97 oder wann ist das Spiel? 97 oder 98. Das kann man ausschließen da.
Da muss es Steve Austin, nee, Steve Austin heißt er. Dieser ältere Herr mit den, also der war damals schon, glaube ich, älter mit den blonden Haaren. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was war die andere? Hulk Hogan. Hulk Hogan oder Undertaker? Undertaker heißt ja so diese, wo er immer so ein bisschen so von unten weg nach oben, also als ob er übermäßig groß wirkt. Das war immer, glaube ich, so die Pose von Undertaker auf irgendwelchen Covern. Und hatte Gags Hulk Hogan hat ja immer so knallbunte gelb-orange Kostüme. Das passt eigentlich so ein bisschen zu dem Charakter, aber ich weiß es nicht. Ist leider keines von den Spielen, was ich auch jetzt angespielt hatte, nochmal in letzter Zeit. Jetzt hätte ich mich das Cover gesehen. Es geht nur um das Cover vom N64 jetzt, oder? Auf der PlayStation sieht es tatsächlich anders aus. Da ist eine abgefahren. Hübsche blonde Frau zu sehen. Okay. Abgefahren. Ich würde sagen, wir geben es vielleicht sogar mal, das ist ja die letzte. Ja. Frage ist mal in den Chat. Na gut, also wir können nachher noch. Ja. Dann würde ich da jetzt den Experten, also einen Experten-Joker sozusagen nehmen. Ist eine doofe Frage. Wir sehen jetzt nicht mehr, wer im Chat ist, weil der Chat gerade leer ist. Fragen wir jetzt ganz blöd: Wer wird sich jemand als Experte anbieten für diese Frage, ohne die Lösung reinzuschreiben? Ja. Dann suchen wir uns einen von den Experten aus. Wir machen es dann so rum, keine Ahnung. Einmal bitte in den Chat schreiben, wer sich als Experte anbieten würde für diese Frage. Wer weiß es? So, wiederhole nochmal die Frage. Wir geben im Chat ein paar Sekunden. Wir hätten gerne einen Experten. Ja, wer ist denn auf dem Cover von Gex 3, Deep Cover Gecko auf dem N64 zu sehen? Beziehungsweise, es ist natürlich Gex, aber wen imitiert er hier? Ist es Hulk Hogan, The Rock oder The Undertaker? Und zack, sind alle Zuschauer weg. Ne? Lieber Chat, wir brauchen jetzt einen Experten. Was auch immer ihr jetzt macht, schreibt in den Chat rein. Deswegen sind wir bei diesem Abschnitt des Podcasts live auf Twitch. Wir brauchen euch. Ich kenne die auch alle nicht. Doch, stimmt nicht. Undertaker kenne ich und Hulk Hogan, aber was weiß ich, was die für Posen gemacht haben. Ich erinnere mich schon noch so ein bisschen dran. Ich hatte mal so eine Phase. Toll. Okay. Nee, ich konnte damit noch nie was anfangen. Danke, Manfred. Manfred hat keine Ahnung. Kader 17 ist ahnungslos. Mr. Talk schreibt Hi. Mr. Talk, du bist unsere Rettung. Mr. Talk, könntest du die Frage beantworten? Jungwolle versucht eine Idee. Inso hätte eine Idee, aber weiß nicht, ob es richtig ist. Das ist ja doch eine Idee. Dann wäre ja schon mal was. Hören wir uns mal die Idee von Inso an. Mhm. Also Inso, schreib mal deine Idee und jetzt nimm nicht die Figur, die nicht erwähnt wurde, bitte. Eine Idee hatte ich auch, aber die hilft nicht viel. Olivers Beschreibung vorhin hat mich ein bisschen irritiert. Darf ich was? Steve Austin trug auch ein dunkles Hemd. Oh, okay. Ja, ich hatte kurz gezuckt wegen Undertaker nochmal, weil ich dachte, dass Gex vielleicht diese Position, diese Stellung, so diese Haltung eingenommen hatte. Aber auch das war jetzt nun während so ein Flash. Bei Hulk Hogan, also mein Bild, der hatte irgendwie gefühlt immer gelbe Klamotten, jedenfalls wenn ich ihn irgendwie in Pose gesehen habe, irgendwo anders. Aber ich habe ihm Wrestling nicht geguckt, ich weiß nicht, ob er so hat, aber irgendwie gefühlt für mich immer irgendwelche gelben, kurzen Hemden. Ja, und immer so halbbräsig in die Kamera geguckt, man auch ja seinen Bart sieht. Und jetzt stelle ich mir also vor, dass dieser komische Gecko in so gelb, halb zerzausten Klamotten, ich weiß es aber nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wissen tue ich es nicht. Der kann schon in Nintendos Köpfe gucken, ey. Ich weiß auch nicht, wie Steve Austin aussieht, wie der rumrennt, aber die ersten beiden haben wir ja irgendwie gefühlt ausgeschlossen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er gelb rumrannte, aber Inso schreibt, der war definitiv auf dem Cover dunkel angezogen. Peter Noster fragt nach Wrestling. Jetzt kommt er. Aber wir hatten ja eigentlich nur einen von den. Ja, aber wir können den Chat ja nicht aufhalten, wenn er läuft. Also das ist ja unmöglich. Dunkel wäre schon wieder, ne? So Richtung Undertaker. Das ist tatsächlich so, ja. Das war eben das, was ich sagte, wo ich gesagt habe, das ist diese komische. Hat er einen Hut auf? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er einen Hut. Aber Steve Austin war ja dunkel angezogen. Das heißt, denn die Klamotten würden nur zu einem passen, schreibt auch die Dattelkammer.
Das heißt, der Rest des Chattes würde dann zu Insos Meinung tendieren. Aber wollen wir nicht noch Peter noch mal mit reinholen ins Boot? Weil Peter fragt noch mal explizit nach. Ja, aber kennt sich aus. Gex hatte definitiv keinen Hut auf. Das wüsste ich. Das hätte ich auf dem Cover gesehen. Ich hatte das Cover schon mal in der Hand, die Packung. Der war dunkel gekleidet mit einer Art Hemd oder Smoking oder was auch immer. Aber wie sah denn Steve Austin aus? Ich habe gerade ein Kopfkino. Ich stelle mir Gags vor mit dieser hellen Perücke. Nein. Wir sind hier nicht beim Comedy-Preis. Der hatte keine helle Perücke auf N64. Das hätten wir gesehen. Der hat den dunklen Anzug an. Soweit gebe ich ihm so recht. Ihr habt euch doch nur alle das PlayStation-Cover angeguckt. Das ist auch dunkel, glaube ich. Also, so länger wir jetzt drüber reden, würde ich tatsächlich fast zu Undertaker eher tendieren. Palmiga, wir haben Joker gewählt. Also immer mal raus damit. Also zumindest dezent, weil wir haben ja einen Einzeljoker gewählt. Aber wie gesagt, den Chat können wir nicht beeinflussen. Also wir würden jetzt im Augenblick uns entscheiden müssen zwischen Steve Austin und dem Undertaker. Ich bin gegen den Undertaker bei Gex, weil er keinen Hut auf hatte. Ich bin bei Gex einfach an diese bunte Figur. Ich weiß nicht, warum. Nein, der hat was Schwarzes an, Robin. Echt? Ja, der hatte auf dem N64 ein schwarzes Jackett an. Steve Austin hatte, glaube ich. Ich sage auch Steve Austin. Das war ja auch die Erklärung von ihm. Undertaker wäre mit Hut. Oh, das ist ein dezenter Hinweis. Wir nehmen Steve Austin. Dann haben wir auch nicht so geschummelt, weil das war ja auch die erste Antwort. Richtig. Von unserem eigentlichen Joke. Und Inso hat ja auch geschrieben, er hat was Schwarzes an. Und das stimmt, glaube ich. Okay. Finger nach oben mit schwarzer Weste, schreibt Permiga. Ja, wir nehmen Steve Austin. Alles klar. Dann löse ich auf. Zu dieser Zeit hatte Hulk Hogan eine schwarze Phase. Er war nämlich dann bitte? New World Order. Order. Allerdings der heiße Scheiß war Stone Cold Steve Austin mit seiner Catchphrase 316 und darauf spielt auch dieses Cover an. Gex in schwarzer Weste. Ich kann mich an das Cover erinnern. Ich hätte aber nie Wrestling jetzt zugeordnet. Weiß ich, wer Steve Austin ist. Ich erinnere er steht mich in einem Wrestling-Ring, also das sieht man auch. Okay. Ja, gab es auch ein N64-Spiel, ne? Mit Steve Austin N64, wo er auf so und auf der Kante steht. Boah, keine Ahnung. Das ist WWF Warzone, ja. Warzone, genau. Das, da, ja, doch, weiß ich. Das sieht ein bisschen aus wie so einer von der von YMCA hier von. Entschuldigung, wenn ich das jetzt. Also auf jeden Fall danke an Inso. Und okay. Den anderen, die dezent dem nicht widersprochen haben. Palmiga auch. Genau. Der Palmiga hat gegoogelt, das hätte ich auch können. Und Peter wollte die ganze Zeit die Frage hören. Ja, wir sind bei den Audio-Riddles. Für jedes erkannte Spiel sammelt ihr jetzt einen Punkt. Haut ruhig mehrere Titel raus. Ein weiterer Bonuspunkt ist für die Nennung des Hauptcomposers bzw. einer Bonusfrage möglich. Beim Bonuspunkt müsst ihr euch allerdings auf eine Antwort einigen, die ihr als Lösung nennen möchtet. Wir starten mit dem ersten Track. Stopp mal, Oliver. Chuck Rock. Genau. Ich kannte das, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ja. Auf welchem System? C64. Super. Composer oder wie viele Bandmitglieder sind zu erkennen? Oh Mann, das ist zwei Wochen her. Das ist nicht vier? Drei. Stimmt. Drei. Waren es nicht vier? Vier. Oh, ja, das weiß ich nicht. Gefühlt sage ich vier, aber. Ich tippe auch vier jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das Bild nicht so ganz vor Augen. Es war breiter. Drei bin ich so breit. Also ja, Punkband, klassische Punkband sind drei. Aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Ich habe es früher ganz gerne gespielt, aber. Vor allem, wir haben es ja gerade jetzt gespielt. Und da war ich aber nicht dabei. Also, ich weiß, dass irgendjemand noch das Titelbild ganz lange laufen hat, weil er die Band so schön fand. Scheiße. Ach, Mann, Leute. Mann. Drei ja, oder... Wenn ihr vier sagt, dann... Nein, also, ich habe keine Ahnung. Ich würde auf drei gehen, aber ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht begründen. Ich kann es auch nicht begründen. Ich hatte jetzt nur das Gefühl, das war... Nee, das eine war ein Drummer. Und das war schon... Es können auch drei sein, tatsächlich. Ich gehe einfach von einer klassischen Punk-Kombo aus und da sind es drei.
Bassist, Schlagzeuger, Gitarrist. Das kann auch sein. Oh Gott. Ach, Mann. Aber nochmals, ich weiß es wirklich ja, nicht. Ja, aber das ist also, wir haben Chuck Rock. Jetzt bräuchte ich noch einen Composer oder eine Zahl. Ich vermute, bei der Composer ist zu schwierig. Könnt ihr da auch einfach alle Namen raushauen und das stimmt oder wie läuft das jetzt? Nein, okay. Eine Antwort. Zahlen? 1, 2, 3, 4, 5. Achso, nein. Nee, ich meinte auf den Composer bezogen, aber gut. Ach, wir hätten auch spontan die Zahlen rausgehauen. Dann hätte ich mich ja vielleicht schon gemeldet. Chuck Rock ist ja nicht Core. Chuck Rock ist Hudson, ne? Oder? Chuck Rock ist Core. Und die C64-Composer, das wird mal schwierig. Ich habe, weil es waren ja italienisches Team, ich weiß gar nicht, wer hat bei Core immer die Musik gemacht. War das der, hieß der Ivensen? Ich glaube, deswegen gab es ein Oder. Also das ist... Leute, überlegt doch, wir haben das doch gerade erst gespielt. Ich habe sogar mitgespielt. Was war die alternative Frage? Habe ich das gar nicht mitbekommen? Wie viele Leute in der Band waren im Titelbild? Der spielt ja in, am Anfang ist der seine Titelmusik und da siehst du ja drei oder vier Leute mit Jam. Das ist jetzt die Frage, waren es drei oder Instrumente? Einer saß in der Mitte am Schlagzeug, das weiß ich. Aber ja. Einer hatte ein Zupfinstrument und doch, eines wären drei. Jetzt fange ich auch an, auf die drei zu gehen. Scheiße. Was wäre denn das vierte Instrument, Oliver? Was? Ich weiß es nicht. Ich habe das nur so ein bisschen vor Augen und so ein bisschen auch, weiß ich nicht, das ist aber auch gefühlt, dass ich das bei irgendwelchen Banddarstellungen bei Amiga-Stücken immer meine, weil der Amiga vier Stimmen hat. Aber da mache ich mich jetzt auch irren. Sonst hast du meistens einen zweiten Gitarristen oder einen Keyboarder bei so einem klassischen Bands. Aber das hat ja jetzt wahrscheinlich mit Chuck Rock nicht wirklich was zu tun. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das schon. Das Schlimme ist, ich habe das Spiel wirklich häufig gespielt. Nie weit gekommen, aber ich habe es wirklich häufig gespielt. Aber das war doch mal das Titelbild jetzt. Weiß nicht, ob es drei oder vier sind. Das war doch das Titelbild. Ja, ganz am Anfang. Ich würde auf drei weiter bleiben, aber ich gehe auch gerne auf vier. Ich weiß es einfach nicht. Ich gehe auch gerne auf drei. Also, ja, toll, jetzt machen wir es gegenseitig wirr hier. Haben wir Würfel? Ja, wir hätten ja noch einmal den Chat sonst, aber. Also rein vom Motiv sind vier immer schlecht, weil es asymmetrisch ist. Mhm. Bei dreien ja, ist es halt Symmetrie, ne? Das ist ein gutes Argument, ja. Und man stelle sich vor, da sitzt dann Oliver und die macht das Titelbild und sagt sich, nee, das geht nicht, wir können nicht vier Leute, das muss symmetrisch bleiben. Aber auf dem C64 gab es drei Stimmen, also. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil ich mal so irgendwie so eine Vier-Mann-Musik-Demo gemacht habe. Ah, okay. Also ich habe jetzt so ein bisschen eine Tendenz zu drei, aber... Ja, dann nennt er drei, mein Gott. Nee, Entschuldigung, das ist... Andererseits, ich habe heute schon so oft ich habe mein Glück schon zu oft rausgefordert heute. Also war's heute immer man könnte gut. Auch sagen, du hast einen Lauf. Dann nimm doch drei. Das Glas ist halb voll. Ja. Ihr kennt mich nicht. Also ich habe nichts zu sagen, leider. Schade. Ich würde aber vom Gefühl auch drei sagen. Ja, gut, ohne Grund. Dann sagen wir ohne Grund drei. Mein Gott. Okay. Ja, lösen wir erstmal den Composer auf. Für die Amiga-Version war es der Matthew Simmons. Den Italiener spare ich mir jetzt mal. Das ist etwas komplizierter. Und achso. Die korrekte Anzahl der Bandmitglieder ist vier. Ich glaube, es war ein Drummer und drei Gitarristen sogar. Okay. Ja, Bauchgefühl. Schade. Knapp. Audio Nummer zwei. Das sind immer Sachen, die wir gespielt haben. Das ist fies. Lauf beendet auf jeden Fall jetzt. Ja, ich halte die Klappe. Ah, das besser wird. Toll. Rennspiel. War das die gleiche? Das Lotus? Glaube ich nicht. Kommt mir nicht bekannt vor von Lotus. Mr. Talk kennt es, schreibt er zumindest.
Oh, ich kenne es auch irgendwoher. Es ist Amiga, oder? Klingt nach Amiga, klingt nach, auf jeden Fall nach Mod. Könnte aber auch ein PC-Spiel sein, was so eine Mod-Intro-Geschichte bekommen hat. Ja, ich würde auf Amiga gehen, aber ist auch letztendlich nie wichtig. Genau. Danke, Mr. Talker. Schreibt in Chat rein, habt ihr auch schon gespielt. Ich will solche Sätze nicht hören. Wir haben ja noch einmal den Chat, oder? Ja, wir haben noch einen Chat-Joker, dann sollten wir den jetzt auch nehmen, bevor wir hier gar nichts mehr wissen. Oder hat jemand eine Idee? Nein, ich bin raus. Wir nehmen den Chat. Lieber Chat, was haben wir da gerade gehört? Schreib jetzt nicht rein, du weißt es nicht, das wäre gemein. Wir warten mal, was der Chat uns da. Darf der Chat jetzt alle Teilfragen beantworten? Frag doch sowas nicht, lass sie doch machen. Lost Vikings wird gesagt. Okay. Das ist korrekt. Okay. Ja, okay. Zweite Frage. Das habe ich sogar mitgespielt. 1, 1, 1, 1. Ich nicht. Die Bonusfrage der Hauptkomposer oder zwei Namen der drei Charaktere? Oh. Das ist aber auch schon länger her, dass das ein Videostammtisch war. Ein Thor, ein Odin, meinst du? Das ist einfach, aber kann ja sein. Ich weiß es nicht. Pixikaxikon. Das ist schon wieder nicht einfach, echt. Sehr stereotypische Namen. Für Wikinger. Oh Gott, ja. Dann Ansgar und Ragnar. Aber dürfen wir ja. Ragnar ist gut, oder? Aber was ich mich noch erinnern kann, ich weiß noch meinen Satz, den können wir zurückspulen. Ich habe gesagt, als die Musik lief, ach du Scheiße, von denen hätte ich das nicht erwartet. Weil irgendjemand sagte, es sei moddig. Dann habe ich gesagt, das hätte ich von denen nicht erwartet. Und das heißt für mich zumindest, ist es Richtung Maniacs of Noise, aber ich weiß nicht von welchem Part. Schade, ich höre nichts von Wolfgang. Ja, ich sag mal, die Namen der Wikinger müsste man wissen. Ich glaube. Lenk doch nicht ab, ich habe gerade eine Frage gestellt. Ach, Entschuldigung. Für die Hauptkomposer, da gibt es zwei Namen, also da hat man vielleicht eine Chance. Ich sage ja, ich dachte, es ist jemand von Maniacs of Noise. Also, ja, vielleicht bist du da auch nicht so weit weg. Ich hätte jetzt da gesagt, Tel Bjerregaard-Din, mehr kenne ich nicht von Maniacs. Da hätte ich dann denen gesagt, weil der war der, der in die USA gegangen ist. Ihr einigt euch da auf eine Antwort. Aber Maniacs of Noise ist doch eine Antwort. Ist doch dann egal, wer es war. Heißt der eine nicht Erik? Was? Nee, Charles heißt der den. Nein. Einen Wikinger. Achso, du bist nicht bei den Musikern, Entschuldigung. Nein, ich bin auch bei den Namen. Aber die drei kriegen wir doch nicht zusammen, oder? Zwei von drei. Zwei von drei, ja. Achso. Dann wäre noch Gunnar. Live. Aber ich würd gerne noch mal mit dem Schiedsrichter sprechen. Maniacs of Noise ist ja richtig. Also sind wir doch eigentlich fertig. Also wenn das wirklich einer von den Maniacs of Noise ist, dann würde ich sagen, war es wirklich Charles Dean. Dann nehmen wir den, weil es ist. Ich habe den Spruch gemacht, scheiße, die Musik ist nicht gut. Oh Gott, das ist Maniacs of Noise, die mag ich doch eigentlich. Ich habe erst einen Spruch gemacht, das weiß ich. Weil das weiß ich nämlich, der ist ja tatsächlich damals irgendwie von Maniacs of Noise weggegangen und dann in Richtung USA hat er sich abgesetzt. Dann ist es Charles Dean. Dann hast du recht. Ich habe irgendeinen Spruch gemacht. Wir können ja mal später noch mal reinhören in die Folge. Ich weiß, dass ich die Musik noch erst niedergemacht habe und dann die Klappe gehalten habe, als ich sah, von wem sie ist. Mehr weiß ich aber nicht mehr. Dann sagen wir, außer jemand hat noch ein paar Wikinger-Namen spontan, sonst gehen wir auf Herrn Dienen oder Denen. Mhm. Denen. Okay. Ist angekommen. Lösen wir erstmal die Wikinger auf. Da haben wir den Flinken, den Dicken und den Grimmigen, auch genannt Erik, ja. Olaf und Baleog. Ja. Erik und Olaf hätten wir kommen können. Oder Erik viel zumindest mal. Ich dachte live, aber okay. Und für die Musik sorgten Alistair Brimble und Charles Dean. Ja.
gut. Gott. Ja gut, da war es nicht mehr auf Neuss, da hat Oliver recht, dann haben sie sich da tatsächlich getrennt schon vorher. Genau. Aber interessant, weil ich sag mal so vom Sound her, klingt das wirklich mehr nach Alistair Brimble. Deswegen kam ja von mir auch der Spruch. Ich fand die Musik ja nicht gut und sah dann halt wahrscheinlich den Namen Charles Dane und sagte, das ist von Maniacs? Das war ja mein Spruch, deswegen. Oder die Musik war gar nicht von ihm und es war die Musik von Brimble im Titel. Kann ja auch sein. Das kann sehr gut sein, dass sie sich das geteilt haben, ja. Okay, ein Audio haben wir noch. Machen wir was Einfaches. Einkaufsstraße. Also ich weiß, dass auch die peruanischen. die Melodie hat Hülsberg schon mal verwurstet, ne? Aber das war jetzt nur eine Assoziation, aber das Stück kenne ich nicht. Also die Version kenne ich überhaupt nicht. Aber mich hat es irgendwie an Shadow of the Beast erinnert, so vom Sound her, aber. Das ist doch viel zu gut, das Sample. Dann wäre es Whittaker, aber das ist. Ich kenne es nicht von Shadow of the Beast, sagen wir nur so rum. Das will auf jeden Fall irgendwas Wildes oder was Südamerikanisches darstellen. Oh Gott. Manfred schreibt auch, hatten wir die nicht schon mal? Ja, ich habe auch ein Déjà-vu. Ich habe irgendwas. Ja. Ich glaube, die ist aber auch von irgendwie was Bekanntem geklaut. Okay, dann kennen wir sie daher. Hatten wir jetzt eigentlich noch einen Joker oder waren die alle weg? Keinen Joker mehr. Okay, schade. Man kann es ja mal versuchen und hoffen, dass Wolfgang was vergisst. Ich würde gerne Frage tauschen. Ja, den habt ihr noch. Manfred schreibt, hatten wir die Melodie schon mal, dann kennt er das Spiel. Ja, die Melodie habe ich auch. Irgendwas habe ich damit mit der Melodie, aber ich komme nicht weiter. Spielen? Ja. Was war denn die Frage dazu, Wolfgang? Ich kann ja mal nett sein. Ich verrate euch mal, wer der Artist ist, der diesen Sound erstellt hat. Es ist Dirk Magerquart. Die Frage lautet, welches Spiel ist gesucht und was macht der Held, wenn man ihn nicht beachtet? Wenn du ihn nicht beachtest, klopft er an die Scheibe. Keine Ahnung. Dirk Magerquart. Ich habe den Namen noch nicht gehört, aber ich kenne das Spiel auch irgendwoher, oder die Melodie. Ein Held. Dirk. Wenn man ihn nicht beachtet. Er klopft an die Scheibe. Dann dreht er sich um und haut. Ist das mit. Sowas wie Twin World? Ja. Kein schlechter Gedanke, aber leider nicht richtig. Magerquart habe ich ja noch nicht gehört. Irgendwie, ich ziehe gerade auf dem. Ja, irgendwie doch, da läutet was, aber. Ich kenne bei mir Leute was bei der Musik, wie gesagt. Aber. Bei mir läutet da gar nichts. Auf die was. Ist auch Ebbe. Jetzt fehlt noch der Spruch, wieder haben wir auch schon gespielt. Stimmt. Manfred hat sowas Ähnliches schon gerade geschrieben. Hatten wir ja, nicht schon mal. Ja, das heißt, er kennt das auch. Ja, wir können ja jetzt nicht 102 Stammtische durchgehen, aber Mando. Es ist irgendein Jump'n'Run ist das dann, oder irgend sowas. Oder nicht Jump'n'Run, irgendein Vikings hatten wir eben schon, ne? Das war ja eben schon scheiße. Oh. Auflösen. Ich weiß es nicht. Irgendwas mit kleinen Figuren garantiert wieder. Aber ich weiß es auch nicht. Dann auch was wahrscheinlich richtig Deutsches. Sei still, Manfred. Die Frage, die schon beim letzten Quiz war. Ich hoffe es nicht.
Nee. Okay, dann lösen wir auf. Logical ist es nicht, ne? Spherical ja, auch nicht, ne? Verstehe, nee. Das ist ja keine Figur. Deutsch, okay. Jump'n'Run war schon die richtige Richtung, aber da gibt es ja auch einiges. Dann Rolling Ronnie ist es nicht, ne? Nein. Das ist der Knaller gewesen. Ein typisches Geräusch, das wir spielen, ist Ratatatata, schreibt Mr. Talk. Wie schön. Ratatatata? Ratatatata? Hat da jemand einen Presslufthammer oder was? PP Hammer and his Pneumatic Weapon? Ja. Was? Aber PP Hammer? PP? Okay. Dann weiß ich auch, warum das irgendwie Kling gemacht hat. Ich habe das schon ewig nicht gespielt. Ich habe bei Ratatata eher an Kalaschnikow gedacht, aber nur gut, das ist ja mein krankes Hirn. Nur weil Patrick gesagt hat, Presslufthammer, fiel mir das ein mit diesem Hüpfen, mit diesem Mini-Hüpfen. Hatten wir das im Bildschirm? Nein. So, hat doch eine Idee, was er macht, wenn man ihn stehen lässt. Er benutzt seinen Hammer. Als Pogo-Stick. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Spiel gar nicht. Also vom Namen nur. Wenn er nicht gegen die Scheibe klopft, macht er was mit seinem Presslufthammer. Nein, ich weiß es nicht. Ich hab das okay, auch. Dann bleibt der Punkt bei mir. Er raucht sich eine. Na toll. Echt? Das ging damals noch. Das ist aber nicht sponsert bei Philipp Morris. Ja. Nee, das wird es heute nicht mehr geben. Samba. Wie heißt das? Simba oder Samba? Ich verschwinde. Simba war was anderes, Robin. Das war der kleine weiße Löwe. Ne? Und der raucht nicht. Wer weiß. Höchstens Friedenspfeife. Egal. Ja, haben wir immer noch die Hälfte geschafft. Ja, es kommen noch die offenen Fragen. Welche Realtime-Strategy von Melbourne House gilt als einer der besten C&C-Clones der 90er und wofür steht die Abkürzung? Das graue Paket, gab es eine Extended Version von KKND. Crush, Kill and Destroy. Destroy. Melbourne House, ja, das war gut, tatsächlich. Endzeit, Echtzeitstrategie spielen. Korrekt. Und die letzte Frage. Welches auf einer Oper basierte Spiel präsentierte Microprose und wie heißen zwei weitere Adventures von Microprose? Lila-Blau-Packung. Return of the Phantom. Dankeschön. Korrekt. Und das eine ist das kleine Büchlein zum Aufklappen ist. Erinnerung in the Dark? Nein. Kleines. Dieser King's Quest-Klon. Oh. Und das andere war. Warte mal. Gab es nicht so ein Spiel wie irgendwas mit Blood oder sowas? Irgendein Adventure mit Blood? Genau, Blood.net. Ah, nee, warte, ist das Blood.net ist nicht von Microprose, oder? Aber haben die nicht irgendein. Wie heißt denn dieses blaue, dieses, was aussieht wie ein Kinderbuch oder wie ein. War nicht irgendwas auch ähnlich wie Space Quest? Nee. Warte mal, welche Spiele sind denn aus der Adventure-Reihe noch? Da habe ich letztens noch drüber gelesen. Return of the Phantom heißt es tatsächlich. Das war dieses blaue Lila, ne? Das dachte ich auch gerade. Genau, das ist das, was auf der Geschichte basiert. Microprose Adventure, oh Gott. Ein langer Name, Patrick. Aufklappbuch mit so einem Mann, der nach rechts guckt. Was ist ein Aufklappbuch? Das ist wie so ein, ich sag jetzt mal, wie so ein, wenn du so eine Special Edition aus den 90er Jahren gekauft hast. Mhm. Mit zwei CDs drin, die so übereinander waren, wie so ein Büchlein. Und die eine Seite ist nur der Träger für die CDs und die andere Seite ist ein Handbuch, was eingearbeitet ist. Blood.net ist das. Blood.net? Blood.net heißt das. Ist das Microprose? Ich weiß es nicht. Ich spiele sowas ja nicht so gerne, deswegen. Heißt mir ist das irgendwie Adventure? So. Es heißt Blood.net, allerdings ist das eher ein Rollenspiel. Okay. Schade. Kennt ihr noch klassische Adventure von Microprose? Ich habe gerade einen Blackout, eigentlich ja. Wie heißt denn das Adventure mit diesen. Welche Farbe hatte das Cover? Dann komme ich weiter. Hellblau. Oh Gott, da war gerade was. Moment. Scheiße, so das ein, blitzt was wie durch. So ein. Und lila gibt es auch noch. Hast du nicht irgendwas von. Also, irgendwas Space Quest-artiges gesagt? Ne? Mhm. Space Quest. Da war eine Figur auf dem Cover. The Cosmic Gender Bender? Wie heißt denn das? Mhm. So ähnlich, ja. Cosmic Gender Bender. Wie heißt denn der Hauptcharakter? Was für ein geiler Titel eigentlich. Ja. Sollten wir jetzt den Charakter nennen? Das war jetzt nein.
The Cosmic Gender Band. Was war jetzt die Frage, Wolfgang? Wir sollten die Spiele nennen, oder? Ja, zwei weitere. Gesucht war ja Return of the Phantom und der Bonuspunkt wäre noch zwei weitere Adventure von Microprose. Den Untertitel zum ersten habt ihr ja schon. Ich glaube, ich hab's gleich, aber. Mein Hirn. Also der Untertitel ist Cosmic Gender Bender, oder was? The Held and the Cosmic Gender Bender. Was? And the Cosmic Gender Bender. Okay. Wir haben den halben Namen quasi. Mhm, dann kriegen wir schon mal einen Punkt, das ist schon mal gut. Nur ein Viertel, wenn wir zwei. Jetzt wollte ich gerade Freddy Farkas sagen, den meine ich aber nicht. Oh Mann. Das gab's alles nur auf DOS dann noch, ne? Das sind alles DOS-Spiele, ja. Selbe Engine, die ein bisschen buggy ist und sieht Steinzeit aus, aber. Mit D? Nein, auch nicht. Ich gehe jetzt mal einfach mit durch. Hier ist sowas mit R, aber ich komme nicht drauf am Anfang. Rick, Rick Dangerous? Nein. Nein. Scheiße. Ich meine, die Packung hätte eher so einen lila Touch auch. Aber da dachte ich, das wäre das Return of the Phantom war eher das lila. Mein Gott. Return of the Phantom ist ein schwarzer Karton mit. War das nicht Rick? Rex Nebula. Cosmic Gender Bender, danke. Ja, mein Gott. Rex Nebula. Rick? Ja, Rex Nebula. Nicht Nebula, doch. Nebulus, scheiße, ja. Nebula. Nebel hier. Und Mann, wie heißt denn dieser King's Quest-Klon, verdammt? Rex Nebula, ach du Scheiße. Ich bin raus, mehr habe ich nicht auf der Pfanne bei diesem Genre. Das R war super, Stefan, das war echt gut. Hellblau und ein langer Name. Von R über Rick zu Rex. Ihr schließt gerade für mich eine Wissenslücke. Ich wusste gar nicht, dass Microprose Adventures gemacht hat. Das war eine Phase, die waren gut. Das Return of the Phantom hat sogar gute Musik. Aber eigentlich finde ich dieses King's Quest, dieser King's Quest-Klon, der ist wirklich toll, den müsste man auch mal spielen. Wie hieß er denn, Robin? Ja, danke. Lustig. Buchstaben, Stefan, Buchstaben. Ja, nee, ernsthaft, da habe ich keine Ahnung. Ich glaube, da komme ich auch tatsächlich nicht drauf. Ich ärgere mich gleich, aber ich komme nicht drauf. Aber Rex Nebula ist auch bescheuert, das haben wir tatsächlich ja oft in der Hand gehabt. Scheiße. Ja. Oh. Okay. 1994 erschien Dragon's Fear. Dragon's Fear, ja. Dragon's Fear, aber da bin ich nicht gehört. Hatte ich nicht mal blaue Packung. Nicht. Dünne blaue Packung. Dragon's Fear. Blaue Packung. Mit viel Himmel. Gab's das nicht mal bei GOG geschenkt? Ich glaube, das habe ich. Ja. Wie gesagt, das Interface ist leider Steinzeit, aber die Musik fand ich sehr schön und die ist halt ein klassischer King's Quest-Klon. Ich weiß, dass wir damals gedacht hatten, cool, Microprose macht jetzt in jedem Genre noch, also in jedem Bereich noch ein Adventure, und macht jetzt Sierra und Lucas Konkurrenz sozusagen. Kurz vor Tod nochmal. Ich muss jetzt einmal. Das war echt nämlich ganz gut damals. Ich muss mir einmal angucken. Ich hatte es aber völlig verdrängt. Oh, verdammt, den Namen, echt sowas Blödes, dass mir das nicht eingefallen hat. Dragon's Fear hätte ich nicht auf Microprose gepackt. Ich kenne das Spiel natürlich. Es ist ein blaues Cover mit so einem König und einer roten Schrift. Und das war so ein dünnes Buch. Robin, jetzt weiß ich, was du meinst, Robin. Das war das mit dem integrierten Buch. Das hast du 2011 ist Dragon's Fear für registrierte Kunden von GOG.com in einer auf modernen Windows-Systemen lauffähigen Version kostenlos erhältlich. Robin, also das Dragon's Fear war tatsächlich dünn und die Seiten waren in das Cover eingearbeitet. Auf der linken Seite, rechte Seite war der CD-Träger, Jetzt weiß ich, was du meinst. Aber du hast mir nicht gesagt, dass es die DVD-Hüllendicke hatte. Das war dünn. Ja, ich habe gesagt, wie so eine Special Edition. Aber wie gesagt, falls ihr GOG habt, holt euch das auf jeden Fall. Das Spiel ist wirklich liebevoll gemacht. Mir kommt gerade die Idee für ein schönes Patreon-Format. Retro-Kompott-Scharade. Man erzählt Patrick und Robin mit Farben von Verpackung und sie müssen raten, welches Spiel es ist. Es klappt aber ganz gut, erstaunlicherweise. Das ist... Aber Rick Nebula hätte ich tatsächlich alleine nicht, ohne das R wäre ich weg gewesen. Aber ist ja noch Rick, ich habe Rick Nebulus gesagt, glaube ich. Nah dran. Ja, aber gute Teamleistung auf jeden Fall, aber mit Dragon's Fear, da waren wir... Mit dieser dicken Steinzeitfrau auf dem Cover oder im Spiel, wo man irgendwie mit dem Raumschiff landet und dann wird man verfolgt. Das war das ein bisschen Larry Space Quest, ne? Ja. Ich finde auch, das kann sich sehen lassen. Heute kommt ihr auf 18 von 22 Punkten. Gratulation, das MyTeam wird liefern müssen. Selbstverständlich können aber auch heute wieder alle Hörer mitraten und einen Steam Key gewinnen. Dazu müsst ihr eure Antwort an mail@retrokompott.de senden. Die Frage lautet diesmal:
Welche Disziplin bei den Epic World Games ist die einzige olympische? Das ist eine gute Frage. Ja, und wer einmal live im Team mitraten möchte, einfach gerne melden. Patrick und Robin können jede Unterstützung gebrauchen. Ja, wobei heute ärgert mich die Punktzahl tatsächlich nicht, weil ich finde, wir haben uns heute gut wirklich gut durchgekämpft. Also das war eine tolle Teamleistung und noch gut geraten zeitweise. Also fand ich jetzt nicht so frustrierend wie letztes Mal. Ja, nein. Das war aber voll frustrierend. Ja, aber das war jetzt nicht so frustrierend gefühlt, finde ich. Also war schon, und wir haben wieder viel gelernt. Also von Controllern, von Microprose Adventure. Ich muss mal sagen, wir haben wirklich hier einen Bildungsauftrag heute dank Wolfgang weitergeben können. Also sehr, sehr gut, Wolfgang. Es war die Rädchen haben wieder ineinander gegriffen heute. Absolut. Vielen, vielen Dank an dich und bis Mai. Und das Team dort wird ein ganz besonderes sein. Es könnte nämlich tatsächlich ähnlich aussehen wie das jetzige. Aber das ist eine andere Geschichte. Alles klar, dann noch schöne Sendung. Jo, gleichfalls. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Und tschüss. Danke auch an alle auf Twitch. Wir gehen jetzt hier auch aus der Live-Sendung raus. Wir zeichnen intern weiter auf und irgendwann nächsten Sonntag oder Montag wird dann der Podcast online sein. Danke auch an euch.